Ist das Absicht von jenen, die, so Habeck, vor einiger Zeit mit Vaterlandsliebe und Deutschland noch nie etwas anfangen konnten, sich aber jetzt satt und fett von diesem Deutschland bezahlen lassen? Grüß Gott! Neulich war zu lesen, der Internationale Währungsfonds, der IWF, sieht den einstigen Exportweltmeister Deutschland beim Wachstum jetzt global, Ausrufezeichen, auf dem letzten Platz. Kein anderes Land steckt derart in der Rezession wie eben Deutschland. Was für eine Leistung nach 2 Jahren Wirtschaftsminister Habeck. Da hat der Kinderbuchautor wohl ganze Arbeit geleistet. Deutschland ist weltweit Letzter. Wow! Ist das Absicht von jenen, die, so Habeck, vor einiger Zeit mit Vaterlandsliebe und Deutschland noch nie etwas anfangen konnten, sich aber jetzt satt und fett von diesem Deutschland bezahlen lassen? Ist auch das Absicht, um vieles zu zerstören, nachdem man selbst jahrelang gut abgesahnt hat mit seinem Heizgesetz, das unzählige Bürger völlig unnötig arm machen wird? Sollen 1,7 Millionen Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. 1,7 Millionen Tonnen. Aber mit den abgeschalteten und zerstörten Atomkraftwerken hätten wir statt Kohlekraftwerke 60 Millionen Tonnen CO2 eingespart. 60 Millionen statt 1,7 Millionen. Darf man das eigentlich böse Heuchelei und Volksbetrug nennen? Kein Wunder, dass einem da Marcus Tullius Cicero einfallen könnte. Ein Jahrhundert vor Christi Geburt sagte er: Je näher der Zusammenbruch eines Imperiums rückt, desto verrückter sind seine Gesetze. Je näher der Zusammenbruch eines Imperiums rückt, desto verrückter sind seine Gesetze. Cicero. Nun ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Hoffnungsschimmer ist oder eher Grund zur Besorgnis. Ihr Martin Lohmann. Liebe Freunde von Punkt Genau, wir leben von Spenden. Unsere Arbeit finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Bitte helfen Sie uns. Wir brauchen Ihre Hilfe, gerade jetzt im Herbst. Gerade jetzt zum Ende des Jahres hin brauchen wir Ihre Hilfe. Jede Spende hilft. Und ab einer bestimmten Größe gibt es auch eine Spendenquittung. Helfen Sie uns. Wir wollen weiter aufklären. Wir wollen weiter für Sie da sein. Punkt genau. Ich sage Danke. Immer aktuell und immer auf den Punkt. Lohmann.genau. Hier finden Sie weitere Videos. Lohmann.genau. Und wenn Sie hier oben klicken, finden Sie Videos Lohmann direkt, wo ich im Gespräch bin mit interessanten Persönlichkeiten, die viel Wichtiges und Gutes zu sagen haben. Ich danke fürs Liken, fürs Abonnieren dieses Kanals, für Kommentare und freue mich aufs Wiedersehen.